Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut, um unsere Unterwürfigkeit zu erwirken. We want health officials who don't have financial entanglements with the pharmaceutical industry, who are working for us and not Big Pharma. Wir wollen Anführer, die keine Verbindungen mit der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten, nicht für die Pharmaindustrie. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern. Lassen Sie uns gemeinsam die Demokratie stabilisieren, indem wir für die Menschenwürde eintreten, denn die ist das höchste Gut im Grundgesetz. Etwa 5 Uhr, der Veranstalter schafft gerade Platz vor der Bühne, damit weitere Reden gehalten werden können. Es sind schon wieder Hunderttausende da. Also ich habe wirklich keinen genauen Überblick. Also überall sind Leute, keine Ahnung, ich fange auch nicht an zu zählen, ist egal. Es wurden bereits sehr gute Reden gehalten und ich denke, es werden weitere. Zwei Wasserflaschen habe ich verschenkt, die Reden laufen immer noch, eine nach der anderen. Waren hervorragende Sachen dabei und ich werde die mir heute alle im Internet angucken und gegebenenfalls, wenn ich die finde, dann einfach unter diesen Videobeitrag stellen, damit dann jeder, der nicht die Chance hatte, selbst dabei zu sein, sich die angucken kann. Ja. Also war ein sehr aufregender Tag, auf jeden Fall. War ein sehr erfolgreicher Tag und wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Bin ja schon gespannt, ob die Medien in der Lage sind, mal ein bisschen offener zu berichten, unsere Fragen zu beantworten, Fakten zu präsentieren, die sie bislang nicht präsentiert haben. Tja, mal schauen. Also, ich werde mir jetzt einen schönen Abend gönnen. Tschüss.